Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Ich habe jetzt nochmal von vorne angefangen. Hab jetzt im Prinzip nur noch die Waffentexturen und die Wettermod drauf. Also wenn es sich jetzt aufhängt, dann schiebe ich es wirklich... Oh, warum habe ich ein Trinkglas dabei? Dann schiebe ich es wirklich auf mein blödes Aufnahmeprogramm DxStory, weil es ist jetzt wirklich über eine Stunde stabil gelaufen und ja, hat sich nicht aufgehängt. Auch ich habe das wirklich gemacht. Ich bin in jedes Gebäude mehrmals rein und raus und es ist nichts passiert. Von daher schiebe ich es dann ganz klar darauf. So, warte mal, schmeißen wir mal den Magnum-Revolver weg. Der gibt nicht viel. Die Laserpistole gibt auch nicht viel. Ich muss dringend mal Zeug irgendwo loswerden. Dass ich mal irgendwann eine Wohnung finde oder so. War ich schon in dem Automaten hier? Ist das noch was? Die ist leer. Na, klasse. Nuka-Cola. Lecker, lecker. Also wenn es, wie gesagt, wenn es jetzt immer noch rumspackert... Nein, den lasse ich jetzt mal da, auch wenn es Geld ist, aber ich glaube, ich werde hier keine Geldprobleme haben. Das war ja in Fallout 3 auch nicht so. Hallo, ist nichts. Okay. Naja, ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt spielbar sein wird, ohne dass sich's andauernd aufhängt, weil mir trübt das ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Stimmung. Ach, da war ich schon dran. Okay. So, dann müsste ich ja hier fertig sein. Alle Pulverschweine sind tot. Und ich kann jetzt mit den guten Menschen hier reden, von dem kleinen Städtchen. Ach, hier ging es raus, genau. Na, ich habe jetzt die Autosaves halt ganz aus. Ich werde trotzdem zwischendurch immer mal wieder quicksaven, weil... So ein bisschen Angst habe ich da schon, ne? So, ist es eigentlich Nacht? Weil denn... Oh, kann man was Schönes sehen. Seht mal. Dass die Nächte nicht ganz so dunkel sind, habe ich mir dann noch ein kleines... Zusatzdingens draufgezogen von Vegas Nights. Also Nevada Nights. Nämlich Blueberry Nights nennt sich das Ganze. Also ist alles so ein bisschen blau-violett nachts. Finde ich sehr hübsch, muss ich ja mal sagen. So, ich steck mal die Waffe weg. Und werde erstmal schauen, dass ich mit den Leuten hier quatsche. Ja, seht ihr? Hängt sich nicht auf. Finde ich super. Hallo. Finde ich ja gut, wenn es das nicht tut. Hey, immer noch in Prim, was? In Prim? Ja, hier, was verkaufen? Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Genau, so, hast du noch irgendwas Schönes für mich? Ich will auf jeden Fall irgendwas von dir kaufen, was gewichtstechnisch nicht ganz so schwer ist. Warte mal, die neuen... Warte mal, der hatte doch hier ein Gewehr. Das habe ich letztes Mal noch gesehen. Das Dienstgewehr, genau. Das sind 5,56er. Aber es macht nicht so viel Schaden, ne? Und es ist ein vollautomatisches. Naja, ne. Weil es, ja, wäre eigentlich ganz praktisch, wenn ich das jetzt nutzen würde. Hier, Kettensäge Metallgehäuse. Reduziert Gewicht minus 8. Ist eigentlich recht cool. Wenn ich es halt wieder nutzen würde, ne? Hier, erhöht Schaden plus 7. Plasmapistole. Na, ich habe keine Plasmapistole. Ich hatte eine Laserpistole, aber das war's dann auch. Oh, so viel Zeug jetzt schon. Ich bin gerade mal am Anfang des Spiels, ne? Und hab schon hier alles voll. Oh, super. Das war natürlich... Warte mal, hast du... Irgendwas Schönes, Teures? Das kostet übrigens 2100 Kronkorken. Macht mich doch nicht arm hier. Du seid doch wahnsinnig. die Karten werde ich mir auch nicht kaufen. Stimpak. Ja. Wunderbar. Habe ich noch irgendwas Schönes, Schweres, was ich dir verkaufen möchte? Laser. RCW... Ja, auch wieder hier viel zu viel. 9mm Patrone. Nee, damit kann ich alles nichts. 12,7mm MP. Schalldämpfer für die Waffe, okay. Auch das habe ich nicht. Magnum-Patronen. Sehr nützlich. Das weiß ich noch aus Fallout 3. Da waren die sehr, sehr selten, die Teile. Die 38er waren für das Jagdgewehr. Die nehme ich mir auch mal mit. Man weiß ja nie, ne? 9mm nehmen wir mit. Noch ein Stimpak. Es reicht immer noch nicht. Einmal... Weißt du, so ein paar Nägel für den Baseballschläger kosten 450. Das ist so krank. Ah, was soll ich dir denn noch geben? Warte mal. Hunger, ja, aber nimmt mir Ausdauer. Ja, nehme ich mir das Zeug halt wieder zurück. Grilled Mantis. Ja, gibt mir Hunger zurück. Oder nimmt mir Hunger, eher gesagt. Dirty Water habe ich ihm verkauft. So, lassen wir es jetzt so. Danke. Bitte. Wiedersehen. Du hast gesagt, schönen Tag, nicht wiedersehen. Das habe ich ganz genau gelesen. Erzähl mir nichts. So, Aufgaben, was haben wir denn? Ich will einen Sheriff als Mann. Mit dem
aus dem Beißen Steve geretteten Beagle über den Schutz der Stadt reden. Das machen wir doch. Wo ist er denn? Ach da, hi. Howdy. Du bist doch der eloquente Hilfs-Sheriff, ne? Nun, das war ja ein ziemliches Abenteuer. Diesen Sträflingen haben wir ein oder zwei Lektorate erteilt, nicht wahr? Mich selbst aus der Versiegelung freizubrechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend. Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Wovon reden Sie denn? Sie sind jetzt der Sheriff. Oh nein, ich bin nur der Deputy. Und ich kann kein Deputy sein ohne einen Sheriff. Das nennt man Befehlsverkettung. Oho. Und was für Qualifikationen braucht ein Sheriff? Es sollte jemand Tapferes sein, wie Sie, aber mit mehr Bodenverhaftung. Jemand, der sich hier niederlässt und auf uns aufpasst. Ich hörte die Pulverbanditen von jemandem im Gefängnis sprechen. Myers heißt er und soll Erfahrung als Sheriff haben. Vielleicht eine gute Wahl. Die RNK ist nicht weit. Die könnte man doch auch bitten, die Stadt zu übernehmen. Frage mich, warum wir nicht schon längst von ihnen geholfen werden. Sag mal, ob das auch alles so richtig ist, was der da von sich gibt? Bodenverhaftung? Also, naja. Gut, ich werde helfen, Recht und Gesetz in Prim wiederherzustellen. Sie werden? Das ist ja grandios. Ich beginne schon mal über einige Fragen für das Einstellungsgespräch nachzudenken. Der Sheriff, der in der RNK-JVA eingekehrt ist, könnte eine gute Wahl sein. Sie könnten auch den RNK-Menschen da drüben überreden, die Stadt unter seinen Fittich zu nehmen. Obwohl Kriegsrecht nicht ganz so amüsierlich klingt. Was der für ein Scheiß redet, Mensch. Amüsierlich. So. Okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, was? Ich könnte jetzt zum Beispiel den einen aus dem Knast. RNK-Justizvollzugsanstalt. Oder, was, da bin ich verrufen. Ach so, das ist mit den Pulverbanditen, ne? Ach, das sind ja die Häftlinge, davon war ja die Rede. Oder ich gehe hier zum... Ich glaube, ich gehe hier zum RNK. Warum sagen die eigentlich RNK? Das ist doch die neue kalifornische Armee. NCA? Nee, wie heißen die auf Englisch nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Aber ich find's komisch, dass sie hier die deutschen und englischen Ausdrücke immer so mischen. Ich meine, gerade wenn's Eigennamen sind, kann man doch die englischen Namen beibehalten, oder nicht? Das sieht schon ganz nett aus, aber auch ein bisschen düster, ne? Ich hätte es doch lieber gerne am Tage hier. Sie nehmen ein Schlückchen aus ihrer vertrauensvollen Vault 13 Kantine. Sehr schön. So, na gut, dann rede ich mal mit Hayes. Es ist Hayes. Ich finde übrigens dieses Symbol von denen, diesen zweiköpfigen Bären, irgendwie leicht bedenklich. Für was steht denn ein Bär? Für Stärke, Gefräßigkeit und dann noch zwei Köpfe? Ja. Ja. Prim braucht dringend wieder Gesetz und Ordnung. Wir wissen, dass Prim strategisch wertvoll ist und wir wissen, was die Stadt braucht. Aber wir können uns kaum gegen die Pulverbande behaupten. Wir haben weder die Bewaffnung noch das Personal, um unsere Mission zu erfüllen. Geschweige denn, um auch noch diese Stadt zu verteidigen. Aha. Und was brauchen Sie, um den Schutz der Stadt zu übernehmen? Was wir vor allem brauchen, sind mehr Leute. Mit nur einem Trupp mehr könnten wir problemlos einen Sheriff einsetzen und trotzdem unser Hauptziel, die Interstate im Süden zu beschützen, erfüllen. Wenn Sie möchten, dass die RNK den Schutz von Prim übernimmt, sollten Sie uns hier oben zusätzliche Truppen beschaffen. Knight beim Mojave Outpost kann vielleicht helfen. Aha. Auf Wiedersehen. Sir? Warum sagst du Sir zu mir? Ich habe keinen militärischen Rang inne. Ach, guck mal da unten. Mojave Outpost-Baracke. Ja, gute Frage. Canyon Wrack. Da werde ich später hingehen, wie gesagt. Das sind ja die DLCs. Novak. Ach, Novak. Das sagt mir was. Aber ich glaube, da wollte ich nur mal hin irgendwie und habe ich hier aufgehört. Ich glaube, da unten hört es auf. Naja gut, ich werde es dann sehen, Leute. Ich werde es dann sehen, wo ich aufgehört habe. Dann werde ich euch das auch wissen lassen. Da geht es ja gar nicht weiter. Wo komme ich denn jetzt? Hilfe, wo komme ich denn hier raus? Oh, ich bin ganz matschig im Kopf. Dieses blöde Wetter. Leute, Hitze ist nicht meins. Das ist gar nicht meins. So, warte, hier komme ich weiter. Da ist die Straße. Da hat mich der Vogel ja vorhin angequatscht. Aber es ist viel zu dunkel, sag mal. Auch wenn die... Oh, guck mal, wenn die Skybox richtig geil aussieht. Außer, dass hier so ein toter Fleck irgendwie ist. Ich mach mal trotzdem wieder Tag, oder? Es ist gerade mal 10:30, bis es wieder morgens ist, dann... Nee, da renne ich jetzt die nächsten drei Parts in der Nacht rum. Hallo. Oh. Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes.
Sind Sie vielleicht am Handeln interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach, verdammt, ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Ja, ist überhaupt nicht gruselig, ne? Du lauerst mir hier mitten in der Nacht auf und quatschst mich einfach an. Ja, sprechen Sie mal weiter. Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie Sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da Sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass Sie überhaupt nicht wissen, was Sie da gefunden haben. Aha. Und was ist so besonders an diesen Kronkorken? Es gibt eine alte Ödland-Legende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne. Mhm. Und Sie sammeln auch diese Kronkorken? Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten. Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Aha. Also du hast die, du sammelst die Dinger, ne? Sonst hättest du es nicht gesagt und sonst wärst du mir auch nicht hinterhergelaufen. Lüg doch nicht. Von was für einem Schatz reden wir denn? Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles und das reicht, um die Leute zu motivieren. Mhm. Und wo kann ich noch mehr von diesen Kronkorken finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind, aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Aha. Sie haben jemanden namens Festus erwähnt. Wer ist das? Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsame Wacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner. Krasse Sache, das wird ja richtig interessant. Danke für die Infos, aber ich werde jetzt mal gehen. Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen Ihrer Sterne getötet. Alan Marks, warte mal. Natürlich hat der Sternkronkorken dabei, 6 Stück sogar. Sie Nein! können das nicht einfach nehmen! Nein, warum hast du das gemerkt? Och Mann. Warte mal, ich will das jetzt schaffen. Nein. Nein, 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 nein. Haha. Ja, ist ein bisschen feige, das jetzt hier so zu machen. Jetzt habe ich wieder 6 Stück. Ich glaube nämlich, das ist was, Leute. Das ist was Großes, an dem ich da dran bin. Oh. Ist das schön und so hell. Guckt es euch mal an, Leute. Sieht das... Was war das eben? Soundpack? Oh. Es regnet. Auch nicht gerade häufig, ne, dass das vorkommt. Oh, schön Regen, Leute. Wie sich das auch noch anhört, so richtig echt. Oh, und wie dunkel das wird. Bisschen zu dunkel, wenn ihr mich fragt. Da sind doch Leute da vorne. Und ihr seid böse, ne? Ihr seid böse. Ah, ein Pulverbandit. Ein Abtrünniger. Wie, Vorsicht. Bin schon überladen. Oh nein. Licht aus. Aha. Der ist da reingegangen, oder? Ich glaube, der ist da reingegangen. Was ist das hier denn? Oh oh.
vorne ist auf einmal alles rot. Aha, die Station der Nevada Highway Patrol. Wo sind denn die? Ich mach's mal ein bisschen feige. Wo sind denn die Typen? Ach, da. Bam! Töten sie irgendwas. Oh, guck mal, das waren zwei Stück. Was? Anführerin der Schakale. Sieht die aus, das ist doch ein Raider, oder? Oh, Level Up. Das passt gerade sehr gut. Das passt gerade sehr gut. Leute, ist das laut! Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht nur den Regen, sondern auch noch mich so ein bisschen. Was nehmen wir noch? Sprache. Nahkampfwaffen, Falschen. Nehmen wir Falschen, dann habe ich das wieder auf 25. So. Schnelles Nachladen ist vielleicht cool, oder? Okay, das schaue ich mir später an. Hau ruck, nee, brauche ich auch nicht. Wo ist denn das mit dem schwerer beladen sein? Oh, das ist nett. Leute, dieser Regen, der hört sich so geil an, aber so laut auch. Hamsterer. Oh Gott, Stufe 8 brauche ich dafür. Intelligenz 5 und Falschen 70. Das ist ja blöd. Ich nehme aber intensives Training und gehe auf Stärke. Oder Charisma. Erstmal Stärke. Kann ich mir mit mir rumtragen. Oh, Cowboy-Repetierer. Das ist schon nett. Das ist schon richtig nett. So. Was ist denn das für ein Teil? Ach, guck mal, der hat Magnum-Munition. Cool. Coole Sache. Und da werde ich gleich mal reparieren. Ja, erstmal mal was. Wo ist denn das? Weapon Repair Kit. Guck mal, der hat auch richtig gut Schaden eigentlich, wenn man überlegt. Richtig gut ist das. So, wunderbar. Ach, so ein Teil ist das. Ja, das ist wie die Lincoln. Wie das Lincoln-Repartiergewehr ist das. So. Gehen wir mal da rein. Ja, das ist nicht nett. Oh, ist das laut, Leute. Meine Güte. Hey! Oh, oh. Was bist du denn mit... Was ist das für eine Frisur hier? Und wie hässlich sie auch noch guckt. So. Bam. Bam. Voll in den Schädel. Oh nein. Jetzt läufst du so komisch auf mich zu. Haha. Ihr habt hier Gottesanbeterinnen drin, habt ihr gewusst? Prickly Pear Fruit. Granaten, das... Oho, guck mal. Mentats. Sehr gut. Dann kann ich ja meinen Granatwerfer jetzt hier... Oh, der ist so richtig... Das ist krass, ne? 65 Schaden hat das Teil. SPS, ist das Schaden pro Sekunde? Ja, wahrscheinlich. Ah, Mist. Kann ich denn... Ich glaube, ich kann die gar nicht reparieren, oder? Miteinander. Esse ich nochmal ein bisschen was. Was macht denn eigentlich mein Körper so? Oh, mein Kopf ist ziemlich verkrüppelt. Ah, Beine gehen noch. Was sagt mein Duet? 118. Hunger ist so gut wie gar nicht vorhanden und Müdigkeit. Dann trinke ich mal ein paar Sunset Sarsaparilla, oder? Die geben mir... Ne, die verursachen mir sogar Durst. Aber nehmen mir Müdigkeit. Ja, Durst geben... Ne, doch nicht. Also kein Koffein. Dirty Water. Ist ja egal. Ich hatte ein bisschen Radioaktivität dazu. Oh oh. Was ist das? Ach, guck mal, hier hätte ich auch Wasser bekommen.
Ach, hier sind nur diese Viecher. Oh, was ist das? Hydra. Nehmen wir mal mit. Das ist irgendeine Chemikalie wahrscheinlich. Oh, Leute, diese Geräusche, die machen mich ganz... Ja, komm. Machen mich ganz kirre. Oh ja. Oh, was liegt denn da? Das ist wieder so ein Sternen-Sunset Sarsaparilla. Ja, das. Ja. Oh Gott, hast du viel dabei. Erstmal die ganzen Karten nehmen. Food, Wasser, Karawanenschrotflinte. Ja, sehr gut. Coole Wurst. Kann ich damit jetzt meine Knarre verbessern? Also wieder reparieren, meine robuste Karawanenschrotflinte? Ja, komm, das war jetzt nicht viel, aber sonst bin ich wieder überladen. Ist hier noch so ein Vieh? Ich höre es doch. Ah! Nein, das Schloss ist beschädigt. Ich wollte es ausnahmsweise mal automatisch probieren. Na egal, da wird jetzt nicht die Welt hinter gewesen sein. Schreibtisch ist leer. Ah, die Computer sind leider kaputt. Oder der Computer. Oh, was liegt denn da? Ein Buch, Guns and Bullets. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Was ist denn das? Ist das hier dabei irgendwo? Book? Guns and Bullets? Hier, Guns and Bullets. Was macht denn das? Ist das dauerhaft? Ist das so wie diese Bücher in Fallout 3? Schusswaffen um 3 erhöht. Cool. Alles klar. Boah. Laut. Laut, laut, laut ist das. Warte mal. Wie weit bin ich da noch entfernt? Da ist es schon. Mojave Outpost-Baracke. Oh, Kinder. Ach, warte mal. Ich wollte mir noch den Repartierer. Auf 4, 5. So. Oh, aber es ist so cool, dieses Unwetter. Es ist so cool. Oh. Ah, er geht sofort kaputt. Ist das eine... Hä? Eine Riesenameise war das? Okay. Boah, Leute. Laut, laut, laut. Ach, sieh mal, das... Ja, das meinte ich. Warte mal, wenn ich dort bin, das wird lustig. Das wird lustig, Leute. Da gibt's noch einiges zu sehen. Oh, was ist da schon wieder? Entschuldigt mal, aber... Das geht so gar nicht hier. So. Nein. Cheat-Menü? Nee. Wow. Nee, Leute, das ging gar nicht. Das ist zwar sehr atmosphärisch, aber es ist so laut. Ich muss die ganze Zeit schreien. Und höre auch kaum was. Ne, kleiner Skorpion. Nee. Ich glaube, davon kommen noch genug. Von diesen Skorpionen. Oh, da ist jemand. Stirb. Geh mal auf den Stachel schießen. Da kommt schon das nächste. Ah. Das Sunset Sarsaparilla hat nachgelassen. Guck mal, der hat Panzer. Natürlich, Chitin-Panzer, aber. Warum kriegen die Angst? Seit wann haben Skorpione Angst? Oh, Vögelchen. Das geht's doch gar nicht, guck mal. Au. Bin ich vergiftet? Die Machete ist echt gut. So. Was haben wir denn hier Schönes? Warte mal, ich will erstmal ein paar Sunsets aus Barilla saufen. Oh, ja, ich weiß nicht. Das mit dem Regen.
Klar kann man jetzt sagen, hättest du ja mal laufen lassen können, aber ich finde das irgendwie total störend. Tut mir leid. Das ist irgendwie total störend. Oh, Sunset Desperilla. Sieht man sie von hier? Das, was ich eben sagte. Ja, guck mal da oben. Das sind zwei Statuen, Leute. Und da habe ich aufgehört. Jetzt weiß ich es wieder. Naja. Ist halt, ne? Ist hier drin was? Oh, was ist das? Macaroni und Käse. Wasser. Mhm. Pugilismus aktuell. Ist für Nahkampf. Oh, was habe ich da? Na, hat hier eine Glückssträhne. Was? Ich habe mich eben verdrückt, aber das scheint wohl was gewesen zu sein, was zu lesen. Deputy haben sie nicht erschossen. Ahaha. I shot the sheriff. Deputy Beagle braucht Hilfe bei der Suche nach einem neuen Sheriff in Prim. Oder für Prim. Ich soll jemanden finden, der Erfahrung als Gesetzeshüter hat und Prim und Umgebung gut kennt. Ich kann mein Glück nicht glauben. Ich bin absolut fassungslos. Gerade wurde ich von einem ziemlich angespannten jungen Mann namens Mr. Fox, ja klar, angesprochen. Nachdem wir alleine in meinem Büro waren, teilte er mir mit, dass er ein Mitglied von Caesar's Legion sei. Aha. Er wusste, dass RNK-Truppen und Pulverbanditen oft Zeit in Nipton verbringen. Es stellte sich heraus, dass die Legion beide Gruppen hasst und ein Exempel an ihnen statuieren möchte. An der RNK aus offensichtlichen Gründen, an den Pulverbanditen, weil sie Überfallkommandos der Legion diesseits des Flusses belästigen. Ich musste keine Sekunde überlegen, bevor ich seinen Vorschlag annahm. Nun muss ich nur die Pulverbande überreden, nachts RNK-Soldaten zu entführen. Wenn beide Gruppen sich gleichzeitig in der Stadt befinden, schlägt die Legion zu. Ha! Und für diese einfache Aufgabe werden mir 8000 Kronkorken angeboten. Ich könnte fast direkt in die RNK zurückkehren, aber wer weiß, wie viel ich noch aus diesem Legionslakaien herausholen kann. Ich werde mal ein paar Vorräte in meinen Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave Outpost sammeln, für den Fall, dass ich schnell nach Hause zurückkehren möchte. Sehr aufregend. Unterzeichnet mit ruhiger Hand auf der Tastatur. Superbürgermeister Joseph B. Stain, 3. Esquire? Okay, ist noch nicht ganz sauber, der Typ. Ist hier noch was an der Auslage? Corken, Turpentine, Ranch. Warte mal. Hab so viel Zeug zum Essen dabei, ne? Oh, guck mal, das nimmt mir Müdigkeit. Natürlich, da ist ja Koffein drin, ne? Ich trinke da mal ein paar. Oh, sehr schön. Ah, ich hab Schlossknacken noch nicht so weit. Aha, guck mal. Insta-Mash. Ja, jetzt bin ich wieder zu sehr beladen. Eieiei, was gibt's hier aber auch alles? Ist ja furchtbar. Oh, guck mal. Vorgeld. Pre-War Money. Also Vorkriegsgeld. Und das war's wohl. Oh, ich will den Schrank aufkriegen. Bei Project Nevada könnte man den aufsprengen, denn Sprengstoff... Oder warte mal, wie hoch ist denn meine Stadt? Statistik, meine ich. Das Abi ist auf Dietrich. Ist auf 37. Ich brauche 50. Soll ich vielleicht mal... ja gut, die Hälfte, die geben nicht so viel, ne? 10. Dietrich plus 10, das hilft mir nicht weiter. Da muss ich ein andermal herkommen, leider. Aber ich werde jetzt nochmal was futtern. Boxing Times. Gut, dass die Magazine nichts wiegen, aber eigentlich ist es ganz cool, dass die so zumindest eine Zeit lang noch ein bisschen was geben an Statistiken Instamation. Eigentlich eine nette Erfindung. Aber ich habe es jetzt auch in Fallout 3 nie so vermisst, muss ich sagen. Dass es sowas nicht hat. So, sehr gut. Durst habe ich ein bisschen, aber das macht nichts. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich zack noch ein paar Skorpione. Kann man noch aushacken, den ganzen Kram. Schön. Ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir dort hoch nach... Oh, es lässt alles nach. Mojave Outpost Baracke. Da gehen wir dann hin. Na gut, Leute. Es wäre lieb von euch, wie immer, Like, Kommentar und so weiter. Wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei Fallout New Vegas.